Ist der Strom weg, ist das Licht weg und ich bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen, nach neuen Blackout-Lampen. Und da habe ich jetzt diese zwei Lampen ja, für mich ausfindig gemacht. Und zwar die Goal Zero, Lighthouse 400 und die Mini. Und wenn du wissen willst, was die können und wo der klare Vorteil beim Stromausfall ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Lighthouse 400 von der Firma Goal Zero. Und das ist eine Dynamo. Ja, ganz klar. Eine Dynamo-Lampe, die du aber auch über ein Akku-Pack oder über eine Solarpaneele laden kannst. Ja, das heißt, da ist ein Akku natürlich ganz klar. Und du hast hier die Möglichkeit. Ein bisschen weniger, aber wirklich verdammt viel Licht zu machen und zwar 400 Lumen. Das kann schon einiges. Da tut sich schon etwas. Also, das Ganze ist natürlich auf LED-Basis, das ist klar. Du kannst hier jetzt einstellen, entweder nur die vordere LED oder wenn du in die andere Richtung klickst, dann wirklich volles Paket. Kommt ganz einfach darauf an, wie viel Licht du benötigst, klarerweise. Und eigentlich ist es ja eine Campinglaterne. Und im Camping ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Das ist alles cool. Kann man auch beim Zelt irgendwie aufhängen. Alles sehr nett. Oder auf die Füße stellen und das wieder aufklappen, wenn man mag. Das ist alles cool. Und da ja beim Stromausfall ein Motto ist, und zwar Camping zu Hause von der Ausrüstung und von der Strategie her. Wobei es da natürlich ein paar Dinge gibt, die ein bisschen über das Camping hinausgehen. Aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Da mag ich dir meine Oma-Liste empfehlen. Schau dir das unten an. Gebe da den Link, aber unabhängig davon ist das natürlich eine sehr praktische Sache, dass man Campingausrüstung auch für den Stromausfall benutzen kann. Was ist der klare Vorteil von diesem Teil her? Und zwar, du bist unabhängig, du bist stromunabhängig, du brauchst keine Batterie, du kannst im Notfall, wenn der Akku leer ist, auch so arbeiten und ja, über den Dynamo die Laterne laden. Das geht natürlich bei der Mini nicht, dazu komme ich dann nachher gleich. Und du hast natürlich auch den Vorteil, dass du das über Solarpaneele aufladen kannst, aber auch, und so, schau, Kamera, schau, schau, Dankeschön, du auch damit andere elektrische Geräte laden kannst. Denn das ist auch eine Powerbank in einem. Also das Ding kann schon einiges und ist eine klasse Geschichte. Da mag ich mir übrigens beim Thomas Girgis, Dr. Thomas Girgis bedanken, meinen privaten Notarzt sozusagen. Der hat mir die zur Verfügung gestellt. Ich habe mir übrigens selbst jetzt welche bestellt. Und Thomas, ich habe deine wieder gefunden in meinem Saustall. Also, die kommen jetzt wieder zurück. Wenn auch du mir Ausrüstung leihen willst, gebe da unten auch den Link, schau dir das an, wie das funktioniert. Das würde mir irrsinnig freuen. Dann siehst du deine Ausrüstung auch über meine Meinung dazu und auch in dem Video, in der Show sozusagen. Mir gefällt das wirklich sehr gut und ich finde das eine sehr gute Lösung. Es gibt aber einen Nachteil und da komme ich gleich dazu. Aber gib mir noch kurz Zeit. Dann gibt es noch den Lighthouse Mini. Der hat leider keinen Dynamo, aber ist trotz alledem, ich glaube, der hat 210 Lumen oder sowas. Also das ist auch sehr, sehr fett. Kannst du aufladen über eine Powerbank oder Solar. Und er gibt natürlich auch, so, Kamera aufschalten, auch wiederum als Powerbank einiges ab. Ich muss jetzt nachschauen, ich weiß es wirklich nicht auswendig. Ja, 210 Lumen hat er, genau. Und ja, genau, 3000 mAh ist die Kapazität hier. Und da, ich muss auch nachschauen, wo sind wir denn da? 4400 mAh, genau. Technische Daten findest du unten. Ich gebe dir den Link auf Amazon, schau dir das an. Es gibt aber einen Nachteil. Ja, alles hat einen Vor- und Nachteil. Und vor einiger Zeit habe ich das Teil hier vorgestellt, die Blackout-Laterne. Meine Blackout-Laterne, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag und noch immer empfehle, hat nichts damit zu tun, denn ganz kurz, das Video gebe ich dir übrigens da. Die ist nicht so hell, die hat nicht 400 Lumen, ja. Aber ausreichend Licht, um auszukommen, wirklich. 30 Tage leuchtet die in der kleinsten Stufe durch, also ist schon ein bisschen was. Die funktioniert natürlich mit Batterien. Mit 3D-Zellen. So, und ich würde dir empfehlen, wenn du das für einen Stromausfall brauchst, dass du die so lagerst, nämlich auseinander getrennt. Wir haben die auch seit 2016 im Einsatz, eine davon, und auch die Batterien die ganze Zeit drinnen gehabt. Und es ist nichts ausgelaufen, aber die Batterien, ja, die können mit der Zeit ganz einfach
auslaufen. Ist ganz einfach so. So, aber dann hast du, wenn du da dir einen kleinen Vorrat, ja, ich habe hier jetzt Farta, aber wie auch immer, ja, alkaline Batterien, wenn du dir einen kleinen Vorrat anlegst, dann hast du da lange Freude damit. Die halten sehr, sehr, sehr lange. So. Jetzt zu den Freunden. Wenn er komplett geladen ist, ist er nach 3, 4, 5, 6 Monaten, 6 Monate ist wirklich die Spitze, wieder leer. Das heißt, das ist keine Fire-and-Forget-Lösung, eine hinstellen und es ist alles in Ordnung und ich nehme es, wenn ich es brauche, sondern ich muss mich darum kümmern. Besonders bei der Kleinen, weil da ist kein Drehding, kein Dynamo dabei. Wenn sie leer ist, dann muss ich sie irgendwo aufladen und dann ist gerade Stromausfall und dann ist das nicht und bäh. So, also das ist die nicht unbedingt. Jetzt kann man sagen, bei der Lighthouse 400, und das funktioniert auch gut, aber jetzt stell dir gerade vor, du sitzt daheim, ist alles dunkel und du brauchst Licht und es ist leer, weil du nicht nach einem halben Jahr sie wieder komplett aufgeladen hast. Du hast auch momentan keine Powerbank zur Verfügung. Ich habe dann noch eine andere Lösung von Goal Zero, die stelle ich ja anders mal vor. Die ist genial, aber trotzdem, da brauchst du auch ein bisschen Liebe. Und du sagst, na meine Güte, ich habe eben einen Dynamo. Dann kurbelst du eine Minute und dann hast 30 Sekunden, 40 Sekunden Licht. Dann kurbelst wieder eine Minute oder du kurbelst jetzt gleich oder du schaltest sie ein und kurbelst die ganze Zeit und gehst so durch den Raum. Es funktioniert natürlich, aber es ist keine Lösung, nämlich eine Fire-and-Forget-Lösung. Das ist dann etwas, damit ich sage, okay, langfristig, ich setze mich dann am Abend hin und kurble. Und wenn der Stromausfall wirklich länger dauert, ich setze mich untertags hin und kurble und dann am Abend habe ich dann ein paar Stunden Licht. Ja, aber nicht mehr. Okay, das ist es. Der Dynamo ist cool, wirklich, echt cool. Ich mag das, aber es ist keine Fire-and-Forget-Lösung. Und das ist wichtig. So sehe ich das zumindest. Denn ich möchte dann, wenn es soweit ist, zum Schrank gehen, wenn ich daheim bin, wenn ich unterwegs bin, habe ich eh andere, meine Batterien einlegen, zack, und einschalten und fertig. Okay? Jetzt kannst du mir sagen, ja Reini, die Batterien halten auch nur 10 bis 15 Jahre. Was stimmt? Ja, hallo, aber 10 bis 15 Jahre ist schon ein kleiner Unterschied zu halbes Jahr Maximum. Also das musst du in deine Krisenvorbereitung mit einfließen lassen und mitbedenken. Also, dass du auch Lösungen hast, die einfach funktionieren. Ich würde jetzt empfehlen, weil mich da ja auch Leute immer wieder fragen, die bei mir auch bei meinem Krisenüberlebenssystem, bei diesem Fernlerngang dabei sind, wenn dir das interessiert, dann meld dich ganz einfach. Die sagen, was ist da jetzt besser? Na, beides eigentlich, ja. Das ist jetzt fürchterlich, wenn ich sage, beides. Weil du beides damit abdeckst, Long-Term Survival und das jetzt sozusagen auf die Schnelle, wenn ich jetzt rasch eine Lösung brauche und nicht viel nachdenken will und nicht jedes halbe Jahr das wieder aufladen will. Okay? Wenn du das irgendwie schaffst, in dein Leben zu integrieren, ist das auch eine gute Lösung. Und zu guter Letzt, dann bin ich halte dann wirklich das Maul. Weil es dann immer wieder heißt, na, die kann ich langfristig verwenden und so weiter. Und wenn jetzt der riesen Blackout, 3 Monate kein Strom in ganz Europa, will ich mir gar nicht vorstellen, was da dann los ist. Also auch wirklich ein absolutes Horror-Szenario und von der Wahrscheinlichkeit her, also dass wir einen lokalen Stromausfall hier in Österreich haben, hier in dem Gebiet, das ist natürlich wahrscheinlicher als ein Komplettstromausfall in ganz Europa, aber es ist nicht unmöglich, ja. Sag niemals nie. Alles, was denkbar ist, kann auch eintreten. Und die Wahrscheinlichkeit zählt nicht, weißt du, weil wenn es dann eintritt, sagt man, naja, es war ja nicht sehr wahrscheinlich. Es hilft dann auch nicht, aber es gibt auch dafür Ladegeräte, die zum Beispiel über USB funktionieren. Aber das Problem dabei ist halt, du brauchst dazu diese alkaline Batterien. Wenn du da Lithium-Ionen hast, das ist irgendwie ein Schaß mit dem hier. Das heißt, das ist alles recht gut und schön für einen kurzfristigen Einsatz. Ich brauche jetzt sofort eine Lösung für die nächsten Tage. Wenn es aber 3 Monate Stromausfall gibt, dann wirst du vielleicht irgendwann keine Batterien mehr haben. Und dann braucht so etwas, aber ich sage sowieso, 3 Monate ganz Europa ohne Strom. Da ist Licht, glaube ich, das geringste Problem, das wir haben. Das war's. Ich mag dich um einen Kommentar bitten, ich mag dich da unten, schreib einen Kommentar, du kannst auch böse wieder zu mir sein, wenn du das gerne tust, oder du kannst einfach deine Meinung dazu schreiben. Blackout, wie hast du das mit dem Licht, welche Ausrüstungsgegenstände hast du hier, schreib uns da Kommentare, denn alle, die das interessiert, können unten die Kommentare auch lesen und schauen, was andere tun,
Und für mich ist es auch wieder Inspiration. Da sage ich Danke. Ich sage Danke zum Thomas fürs Leihen, ganz klar. Unten gebe ich da den Link zu diesen Produkten. Ich gebe da auch den Link zu meiner Oma-Liste, also die Ausrüstungsliste, die Vorräte-Liste, die meine Oma, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, gehabt hat. Das ist vielleicht auch ganz interessant für dich. Wenn du dich für das Krisenüberlebenssystem interessierst, dann schreib mir ganz einfach eine E-Mail, beziehungsweise unten einen Kommentar. Oder ja, eine E-Mail ist eigentlich am gescheitesten, wenn du da Informationen haben willst. Ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche dir alles Gute, Daumen nach oben oder unten. Aber Glocke drücken nicht vergessen für die neuesten Videos, ein paar andere Videos zum Anschauen. Bis bald, ciao.